Namaste, Steinbockkind, herzlich willkommen bei Glücksfreak Februar Horoskop 2024 Februar. Endlich geht es vorwärts. Das verdanken wir allen Planeten, die jetzt endlich wieder direkt laufen, ja. Und Pluto jetzt nach 15 Jahren endlich von Steinbock in den luftigen Wassermann jetzt gewandert. Alles dazu super gerne in dem 2024 Video, die ganzen Themen, astrologische Aspekte, kurz und bündig und wie ich finde, wirklich wichtig, um eine kleine Orientierung für uns zu haben. Okay? Also, dann haben wir das Video, was für dich speziell wichtig ist, ist dein Januar und 2024. So ist der Titel. Das heißt, ich beleuchte den ganzen oder die ganze Zeit 2024 speziell astrologische Aspekte für dich gerne einfach in die Playlist reinschauen. Dass viel Bewegung, die neue Richtungen und Möglichkeiten jetzt zeigen, ja, was das speziell für dich heißt in dem Video Januar und 2024. So, jetzt bin ich ganz bei euch. Gute Nachrichten. Die harten Zeiten und die heftigen Umbrüche, Steinbockkind, sind vorbei. Beziehungsweise für einige gehen sie ganz bald vorbei. Ja, es wird einiges leichter werden, speziell für euch. Spirit, Februar, bitte. Danke. Ein bisschen in der Zwischenwelt. Okay, wir sind heute mit einer Gruppe verbunden, die zwar schon dabei ist, einiges abzuschließen, absolut. Vielleicht fühlt sich das auch deswegen ein bisschen härter an jetzt, weil kurz bevor man in den nächsten Gang schalten kann, ja, kann es ein bisschen klemmen. Da ist Hekate hier. Lass uns mal weiter gucken. Aber das fühlt sich so an, als wäre das jetzt so die letzten Schritte, die letzten klebrigen Schritte, bevor man dann ans Ufer kommt oder wo auch immer du hin willst. Ja, lass uns schauen. Spirit, noch, zeig mir mal noch genauer, Steinbock. So, als wärst du noch mit einem Fuß in der alten Geschichte und mit dem anderen Fuß schon in der neuen, aber es fühlt sich beides irgendwie noch ein bisschen bäh an. Weißt du, wie ich meine? Frage deine Engel. Okay, das ist für einige geht es wirklich jetzt darum, im Februar speziell mehr in die Kontemplation zu gehen, mehr bei sich zu bleiben. Lass uns gucken. Februar ist sowieso kein Monat, wo man da zu arg lospirscht. Ja. Aber ein bisschen Bewegung ist auf jeden Fall mehr Bewegung als im Januar ist da. Zeigst du mir bitte für die Steinbockkinder ein bisschen mehr, bitte, Zwischenwelt? Du kriegst auch deine. Es fühlt sich so an, als würde dein drittes Auge und dein Kronenchakra auch ein bisschen mehr aktiviert werden, dass du irgendwelche Impulse jetzt auch kriegst. Intuition, immer wiederkehrende Gedanken. Wow, das war aber komisch heute jetzt hier. Paar Grenzen setzen, Spirit. Das hat mir nicht gefallen. Bist du so gut? Steinbock, bitte. Steinbock, Februar. Fokus, Fokus. Bisschen Flexibilität ist das, was 2024 für ein bisschen erfordert. Gib nicht auf. Die Karte kam gerade eben auch. Das heißt, das ist schon mal gut. Nicht aufgeben. Du bist auf dem Weg zu deinem Ziel. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du nicht da wirklich noch ankommst. Ganz, ganz wichtig. Nicht aufgeben im Februar. Im Februar Steinbock hin. Nicht aufgeben, was auch immer du als Ziel, als Projekt hast. Merci. Ja.
Wenn es geht im Februar ein bisschen diese Kontrolle loslassen, dass es passieren muss, also mit dieser harten Energie, das ist ganz, ganz klar hier der Weg quasi von der Zwischenwelt da ein bisschen rauszukommen. Visualisier es immer wieder, wohin du gehen willst. Aber lass dann echt ein bisschen los, dass es jetzt kommen muss und dass es so kommen muss und wie es jetzt kommen muss. Weißt du, wie ich meine? Das ist so diese Energie. Zeig mir mehr, bitte. Hier ist ein Engel mit seiner Trompete. Ja, der sagt, gib nicht auf, gib nicht auf. Rede darüber, dass es gut wird. Denk dir das nicht kaputt und sprich nicht schlecht darüber. Was auch immer, wie gesagt, für jeden wird es irgendwas anderes sein. Lass das Thema auch ein bisschen los. Du hast es fokussiert. Gib nicht auf, daran zu glauben. Und gerne ein bisschen immer wieder in die Kontemplation gehen. Ja? Du bist am Kreieren, Steinbockkind. Du bist definitiv am Kreieren. Also die Energie ist hier ganz, ganz klar. Zeig mir mehr, bitte. Auch Natur, die ganzen, das ist sehr, sehr spannend, weil die ganzen Erdzeichen haben das Thema Natur. Das wird euch wirklich gut tun, auch wenn der Verstand jetzt sagt, langweilige Botschaft. Immens wichtige Botschaft für einige von euch. Ja, wie die Jungfrau, Gelassenheit und Natur. Wird dir gut tun. Absolut. Zeig mir noch eine Karte hier, bitte. Dann gehen wir zu den Liebesengeln. Im Februar kommt hier jemand immer mehr in seine Gelassenheit. Ganz, ganz klar. Ist in der Zwischenwelt und weiß, okay, es ist so, wie es ist. Ich werde jetzt hier nichts forcieren. Ich werde ein bisschen in der Natur sein. Also ganz ehrlich, das ist schon spooky, weil ich habe die Karten natürlich selbstverständlich gereinigt und neu gemischt. Und das sind genau die gleichen Karten, wie die Jungfrau sie hatte. Lernen. Es geht darum, etwas Bestimmtes auch zu lernen. Vielleicht sind es Bücher, vielleicht sind es Seminare, vielleicht sind es bestimmte universelle Gesetze, vielleicht ist es Lernen einfach, weil du in einer Ausbildung gerade neu bist. Wie auch immer, gib da nicht auf, bitte. Lass auch ein bisschen den Kopf da ein bisschen los. Es geht um das Thema Freiheit für einige von euch. Ein bisschen Rückzug, ne? Frage deine Engel mit dem Rückzug. Bejahe die Zwischenwelt, wenn ich dir diesen Tipp geben darf im Februar. Damit fährst du am entspanntesten. Und du bist auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Ein bisschen Rückzug, aber das ist eh deine Challenge an sich, ne, was wir am Anfang hatten, dass du im Februar sehr, sehr gerne da ein bisschen gucken darfst, dass du auch ein bisschen Flexibilität auch in deinem Geist, also lass uns gucken, was Liebe sagt. Bisschen unruhig ist das hier alles. Du wirst intuitiv im Februar definitiv deine Vision wieder verstärken, weil du verstehst, dass du in der Zwischenwelt bist. Und das ist vollkommen okay. Man muss in der Zwischenwelt sein, damit man von A nach B kommt. Man ist auf der Hälfte der Reise schon, wenn nicht schon ein bisschen weiter. Ja? Und sich ein bisschen in der Gelassenheit üben, wird dir im Februar unheimlich gut tun. Auch ein bisschen den Rückzug zu haben. Die Freiheit, das zu machen, was dir Spaß macht, was dir gut tut.
die Freiheit zu haben, gut über eine bestimmte Situation auch zu denken und für deine Visionen dazustehen. Ja, und das Ganze nicht so sehr kontrollieren, wann und wie es kommt. Das ist so diese ausschlaggebende Geschichte. Spirit, zeigst du mir bitte hier, Erzengel Schamuel, sei so gut. Oh, ist Liebe total unruhig. Für einige. Loslassen ein bisschen im Februar. Loslassen. Entspannen. 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 Alles ist gut. Zwischenwelt, ich weiß. Hier werden einige im Februar, beziehungsweise vorbereitet jetzt Februar, Februar, März, ehrlich miteinander zu kommunizieren. Ja. Aber ich denke, bevor diese Kommunikation stattfinden kann, ist es wichtig für ein Steinbockkind ein bisschen in Rückzug zu gehen, ein bisschen ins Gleichgewicht, in die Gelassenheit wiederzukommen. Natur wird dir helfen. Vielleicht kann man auch dieses Gespräch in der Natur machen. Ja, dass es nicht in einem Haus ist, dass es für ein, zwei von euch und ehrlich sein, wirklich ehrlich und authentisch sein, ohne du und bä, sondern einfach erwachsen, ne, so wie erwachsene, verantwortungsvolle Menschen miteinander. Das finde ich nicht okay, wie ist es jetzt, etc. pp. Das ist das, was ich für einige hier habe. Und das darf auch jemand vielleicht auch lernen, ja, ehrlich zu kommunizieren. Das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun, für sich einstehen und nicht ein Gespräch meiden. Okay, das ist für einige. Steinbock, bitte, Februar. Das machst du schon, das machst du schon. Ein bisschen Rückzug vielleicht jetzt so bis Mitte, Ende Februar, ja? Nimm dir diese Freiheit. Es geht um ein Lernthema. Vielleicht das Kommunizieren, das Ehrlichsein. Vielleicht geht es beim Thema Lernen um eine ganz andere Geschichte. Im Februar das nicht so forcieren, weil du in der Zwischenwelt bist. Ein bisschen in die Gelassenheit gehen, was dieses Thema angeht, was auch immer es ist. Die Mondin spricht aber viel. Könnte ein bisschen unbequem gerade sein, ne, Steinbockkind, ja, weil hier ist definitiv der aufsteigende Mondknoten und da geht es wirklich darum, dich aus deiner Wohlfühlzone, aus deiner Komfortzone auch wirklich rauszukicken ein bisschen. Okay? Deswegen fühlt sich das vielleicht jetzt auch ein bisschen blöd an. Deswegen bist du auch in der Zwischenwelt. Du willst mit dem einen Fuß vielleicht noch nicht, ne? Man traut sich noch nicht irgendwie so ganz nach vorne zu gehen. Gib nicht auf, halt an deiner Vision fest. Auf jeden Fall. Und echt ein bisschen in die Gelassenheit gehen. Und hier geht es auch um eine neue romantische Phase, Sweetie. Neumond in der Waage. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber du hast hier auch für dich ein bisschen dieses in die Gelassenheit gehen üben, ne? Und einige dürfen die alte Geschichte auch loslassen. Ehrlich miteinander kommunizieren. Vielleicht sind die Gespräche von Herz zu Herz einfach eine Geschichte, wo man miteinander einfach über eine Trennung nachdenken sollte oder das thematisieren sollte, ja. Für einige, weil etwas Neues stattfinden möchte einfach, weil die neue romantische Phase zeigt sich für einige von euch, ja. Aber ich sehe, dass man über das Thema Liebe ein bisschen, dass man gelassener sein darf und auch wirklich Gespräche, die stattfinden wollen. Absolut, absolut klar für einige. Lieber Erzengel Michael, gibt es hier für diese Steinbock-Gruppe, die ein bisschen in der Zwischenwelt ist, die ein bisschen in den Rückzug gehen darf, gibt es hier irgendetwas noch? Genau das Gleiche. Vielleicht hast du Jungfrau in deinem Aszendenten. Super gerne Aszendent anschauen, Steinbockkind.
Ja, 2024, da hast du ein viel, viel größeres Bild. Oder vielleicht hast du mit einer Jungfrau zu tun für ein oder zwei von euch. Du hast diese Situation kreiert und die macht sie zu verändern. Hier geht es einfach darum, dass du wirklich in der Manifestationsphase gerade steckst. Ja, und dass du die eigene, dass du deine Kraft hast, einfach auch aus diesem blöden Gefühl, was du in dir trägst in Bezug einer Situation, dass du die Macht hast, selber da rauszukommen, dass du dann dafür niemanden brauchst. Ja, die Natur ist die einzige Geschichte, die ich sehe, die du brauchst, mehr nicht. Um wieder Kraft zu tanken, um nach vorne zu gehen. Und okay, wir haben hier das Thema Lass los, ne? Und Erzengel Michael kommt mit Löse dich von der Situation. Erzengel Michael, ich bitte dich, mit deinem flammenden Schwert jegliche Anhaftung an Angst und Drama zu durchtrennen, damit ich Ruhe in dem Wissen finden kann, dass in meinem Inneren und in dieser Situation Frieden herrscht. Das ist eine immense Hilfe, wenn man sie annimmt. Gerne nochmal anhören. Immense Hilfe. Wow, ich freue mich für diejenigen, die aufrichtig darum bitten. Gerne echt zurückspulen und sonst aufschreiben als Affirmation für eine Woche. Ja, holy moly, was für ein Segen. Steinbockin, vielen Dank, dass du bis zum Schluss da warst. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir hier gefallen hat, danke für dein Danke in Form eines Daumen nach oben. Ich bin wieder da Mitte des Monats für ein Energieupdate und freue mich, dich auch dort wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin ganz viele Segnungen. Gib nicht auf, du hast diese Kraft, dich da ganz alleine wieder auch rauszuholen. Erzengel Michael ist da. Ein schönes Gespräch möchte stattfinden, möchte ganz viel Klärung haben. Gelassenheit in der Natur, Rückzug, ja, das sind alles so die Februar-Vibes, die man dir schenken möchte, damit du dann von der Zwischenwelt in deine schöne Vision gehen kannst. Alles klar, bis dahin, alles Liebe, tschüss.